Guten Morgen, wir sind heute in Limbach-Oberfrohna bei Vitesco Technologies. Die gehören zu Continental dazu und soviel ich weiß, stellen die Komponenten für Verbrennungsmotoren her, die in der Automobilindustrie eingesetzt werden. Aber wie immer wartet hier ein Experte auf mich, der mir das genauer erklären kann. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin Laura, hi. Dann wissen wir vielleicht mal hier lang. Ja. Sagen wir mal vielleicht ganz kurz, was eigentlich Vitesco genau herstellt. Also hier in diesem Werk stellen wir Dieselinjektoren und Turbolader her. Okay, und was machst du? Ich mache eine Ausbildung zum Mechatroniker. Also meine Aufgaben später werden dann in der Instandhaltung die Wartung und Reparatur der Maschinen und Anlagen. Und das kann ich dir gleich mal zeigen. Sehr gerne. Was machst du denn, wenn du eine Maschine wartest? Also bei der Wartung der Anlagen bzw. der Maschinen geht es vom Austausch von Dichtungen bis hin zur Funktionskontrolle, zur Sichtkontrolle sowie auch die Reinigung der Maschine. Also grundsätzlich möchte ich sagen, dass ich dafür verantwortlich bin, dass die Anlage bzw. auch Maschine wirklich möglichst fehlerfrei läuft. Um dann auch ein fehlerfreies Produkt zu herzustellen. Ganz genau. Womit wir beim nächsten Thema wären, wir stehen hier im Messraum. Richtig. Was passiert hier? Also hier wird halt kontrolliert, ob die Injektoren, die wir herstellen, wirklich 100% in der Toleranz liegen, sodass die Funktion wirklich gewährleistet ist und dass dann auch der Injektor im Motor des Kunden wirklich funktioniert. So, das war ja schon mal ein sehr interessanter erster Teil, aber ich lasse mir jetzt auch noch zeigen, wie die Reise weitergeht. Und dafür spreche ich mit einem Studenten, der auch hier arbeitet. Hi, ich bin Laura. Hallo, ich bin Akani. Hallo. Du bist Student hier. Du studierst, glaube ich, Maschinenbau, richtig? Das ist richtig. Ich studiere Maschinenbau an der Hochschule mit weiter. Das heißt, es ist ein duales Studium vermutlich, oder? Genau, das stimmt. Ich habe also am Anfang meine Ausbildung hier absolviert im Unternehmen. Und jetzt ist es so, dass ich in den Semestern mit weiter bin, in den Ferien hier im Unternehmen arbeite und meine Arbeit am Ende natürlich dann auch hier im Unternehmen absolvieren werde. Und was hast du dann für Aufgaben, wenn du hier arbeitest? Ich bin hier Konstrukteur im Sondermaschinenbau mit den Maschinen konstruieren und bauen, die natürlich im Markt dann eingesetzt werden. Einerseits, um bestehende Anlagen zu verbessern, also schneller zu machen, und andererseits, um mir auch Anlagen bauen, die Prozessschritte vollständig übernehmen. Das ist natürlich wichtig für ein Unternehmen, sich so zukunftsgewandt weiterzuentwickeln. Das ist richtig. Es geht natürlich darum, immer mehr zu produzieren und auch schneller zu produzieren. Und natürlich gibt es auf der anderen Seite noch viele andere Ingenieure, die dafür zuständig sind, die bestehenden Prozesse zu beobachten, Fehler zu minimieren und natürlich besser zu machen. So, das war's mal wieder für heute. Wie ihr gesehen habt, ist Vitesco Technologies ein Unternehmen, was sehr viel Wert auf Qualität legt und darauf, sich stetig weiterzuentwickeln. Wenn ihr ein Teil davon sein wollt, dann bewerbt euch einfach auf eine Ausbildung. Hier werden Mechatroniker und mathematisch-technische Softwareentwickler ausgebildet und man kann eben auch dual studieren. Ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.